Freunde oder wie ich gerne sage, neue Räuber. Da steht ihr auf dem Rudolfplatz, was mich sehr freut, denn wir haben heute hier wirklich ein fantastisches Programm zusammengestellt. Ja, du siehst das genauso, ne? Ich denke, das ist eine Stimmung, ja, vielleicht kriegen wir die sogar noch ein bisschen höher, aber die ist fast schon am Höhepunkt, ne? Habt ihr noch Bock auf ein bisschen Live-Musik? Freunde, ey, wir müssen heute abliefern, ohne Scheiß. So halbgare Dinger gehen heute nicht. Wir sind hier auf der Gamescom, auf dem Rudolfplatz. Für Porter, ja, der Möbelgigant, ja. Wir mögen gigantische Sachen. Und deswegen frage ich nochmal. Habt ihr noch Bock auf ein bisschen Live-Musik? Ja, wir nähern uns so langsam dem Ziel. Juri sind gerade fertig und natürlich ab in den Bus zum nächsten Festival. Und ich habe viele Gesichter hier, die ich gerade schon gesehen habe. Deswegen verzichte ich auf die ersten beiden Appläuse und möchte eigentlich nur noch mal so einen richtig krassen Lagerfeuer-Deluxe-Applaus. Und das heißt, ihr müsst richtig laut sein. Ihr dürft kreischen, schreien, schmeißt Gläser auf die Bühne, werft den Nachbarn um, tritt die Zäune weg. Es ist mir egal. Macht Lärm! Ja, also ich denke, damit können wir heute Abend arbeiten. Ich freue mich sehr, den nächsten Künstler des heutigen Abends jetzt zu präsentieren. Er ist ein wirklich, wirklich sehr guter Freund der Familie. Für mich ist er ein bisschen so wie der Papst, der Singer-Songwriter-Papst, nur dass er viel coolere Klamotten anhat als der Papst. Und er ist heute hier mit einer extra für diesen Gig, für euch, zusammengestellten Band. Mit, guck mal hier, Riesengeige steht hier, eine Flöte, hat er alles mitgebracht, nur um euch zu beeindrucken. Deswegen gebt ihm so viel Liebe, wie ihr könnt und begrüßt ihn mit dem Lagerfeuer Deluxe Applaus überhaupt. Hier ist für euch Dan O'Clock!
dann stehen die Zeiger auf mich und liebe dich, ja man. Ganz entspannt bin ich, du und du bist ich, verdammt. Und wir reiten auf der Welle durchs nächste Land. Du bei mir links und ich nicht weiß, wohin die Zeit geht. Weil alles Schwere, das reicht und auch so frei ist. Du so viel mehr und wo kein ein bisschen breit bist. So ohne Leere bloß, weil wir hier zu zweit sind. In jeder Nacht, in der ich sonst immer wach lieg. Voller Gedanken, die viel schwerer nur was krach liegen. Ziemlich wie Peter Pan, mach schnell was Grünes an. Dann ab ins Nimmerland, wo wir zusammen abhören. Es ist so schön, dass es euch geht. Alles klar, ihr Freaks, was geht ab? Habt ihr Bock auf ein bisschen Call and Response? Yeah! Okay!